Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Evoland 2. Jetzt mal wieder, ist jetzt für mich schon wieder länger her, weil ich irgendwie immer ewig viel auf Lager aufnehme und dann irgendwie immer ewig brauche, bis ich mal wieder spiele. So, wir sind noch immer bei diesem Candy Crush Mistspiel, das es immer noch gibt. Und wir müssen immer noch ein paar besiegen. Sieht man das jetzt? Kann man da irgendwie erkennen, gegen wen man schon gekämpft hat? Sieht man das irgendwo? Ein paar haben wir schon. Ich glaube, gegen den da unten hatten wir schon. Nein! Ah! Nein! Okay, also... Sie sagen es dazu, wenn man gewonnen hat. Und da oben sieht man jetzt gerade eh. 3 von 6 haben wir schon. Den haben wir auch schon. Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal... Der sieht irgendwie böse aus. Gehen wir zu dem da. So, erstmal informieren, was der kann. Genau, so war die Steuerung. Ich werde ja wahrscheinlich mit der Steuerung überhaupt nicht klarkommen, aber okay. Neutralisiert die nächste Schadensquelle. Zerstört 8 zufällige Juwelen, verursacht 15 Schaden. Okay. Zerstört deine Lebensversuche, verursacht 6 Schaden und teilt 5 LP. Zerstört ein Quadrat, verursacht 6 Schaden plus... Genau, der hat die grünen Juwelen, der hat die rote Juwelen und der hat... Die hat, der, die, das hat irgendwie gar nichts. Okay. So, möglichst viele rote Juwelen in einer Reihe, möglichst viel grüne zum Heilen. Okay, so war das. Genau. Und die fangen schon wieder gut mit der Steuerung an. So, und immer die Viererzüge. Möglichst. Machen wir den halt mal fertig. Schauen, ob wir das heute besser hinkriegen. Ich habe jetzt nichts trainiert. Ich bin in keinem Punkt irgendwo... Besser seit dem letzten Mal, aber ich vertraue auf mein Glück. Und das wird wahrscheinlich mein Untergang sein. Aber wir wollen es nicht beschwören. So, erstmal ein bisschen Schaden machen. Oh, das hat gut gemacht. Oh, ja. Haben wir irgendwo einen Viererzug? Immer auf Viererzüge schauen. Immer Viererzüge. Viererzüge sind das Zauberwort des Tages. So, was schlägt der mir vor? Da oben einen Dreierzug. Zum Schaden. Was brauchen wir noch für den Angriff? Gelbe. Wir brauchen noch gelbe. Dann mache ich jetzt einfach mal ein bisschen was Gelbes. Au, 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 au. Ja, klar, machen. Ja, na, nee, nee, klar. Ist okay. Macht nur 10.000 Schaden auf einmal. Finde ich voll in Ordnung. Haben wir irgendwo einen Viererzug? Sieht nicht so aus. Okay, jetzt müssen wir. Ich hasse das. Ich hasse diese KI. So, wir brauchen... Warte mal, der hat... Quadrat. Das müsste eigentlich gut gehen. Oh ja! Ebuja! Okay. Jetzt haben wir wieder einen Bonuszug, praktisch. Damit die nicht immer nur er hat. Da ist nichts, da ist nichts. Mit den roten hier ist auch nichts. Ich brauche auf jeden Fall wieder rote und gelbe. Gelbe kann ich gerade eh nichts holen, aber ich könnte da oben ein paar rote rausholen. Theoretisch. Ah, oh, das war gar nicht so schlecht. Eiswall. Moment, das war jetzt neutralisiert die nächste Schadensquelle. Okay, das heißt, ich greife den am besten einmal an. Ah, sehr gut. Ah, das ist nicht so gut. Wir haben zu wenig Rote zusammen gerade. Da lohnt sich das jetzt noch nicht einzusetzen. Wir können mir Geld holen, das bringt mir aber hier wirklich am allerwenigsten bei dem Spiel. Kann ich den irgendwie angreifen? Nee. Dann holen wir uns ein paar blaue, dann können wir vielleicht... genau. Einmal die Heilung machen. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Ah! Kriegen wir irgendwo einen Bonuszug? Komm, jetzt wäre ein Bonuszug praktisch. Der man mit seinem Eisfall so schützt. Und genug Grüne in einer Reihe haben wir jetzt gerade auch nicht, dass sich das lohnt. Jetzt könnte ich den Angriff perfekt machen mit viel Schaden, aber
mache ich dem halt kaum Schaden. Das ist auch unpraktisch. Kann ich irgendwo einfach nur Schaden machen? Das wäre jetzt gerade irgendwie das Praktischste. Damit ich den Eisball wegkriege. Au. 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 Nein. Nein, nein. Okay. Das ist immer ein Zusatzzug. Haha! Eiswall zerstört! Hoho! En garde, mein Freund! Jetzt kämpfen wir! Ich bin Inigo Montoya, du hast meinen Vater getötet! Und meine Karten zerstört! Dafür wirst du büßen! Kann ich mich irgendwo vernünftig heilen? Heißt. Lohnt sich das mit dem Schaden jetzt gerade? Schon? Ach, ich hasse diese Steuerung. Ich könnte mich jetzt heilen, dann wären, glaube ich, ein paar rote mehr zusammen. Ich heile mich jetzt erstmal. Macht ja auch ein bisschen Schaden. Haben wir Bonuszug irgendwo? Oder zumindest Angriff. Machen wir den Angriff, damit der Eisfall wegkommt, oder? Gar nicht so schlecht. Au. So, jetzt sind natürlich wieder keine Roten beieinander. War klar. War klar, dass sich das jetzt theoretisch nicht mehr lohnt. Vorsatz 10. Schade, ich dachte, der greift jetzt noch einmal an. Aber egal. Nein. Aber ich beende es jetzt. Und zwar mit diesem Angriff. Bam! Haha! Oh, gut. Fängt heute schon mal besser an als das letzte Mal. Gar nicht übel, aber er könnte doch besser sein. So, 4 von 6 besiegt. Und die zwei sind, glaube ich, die letzten. Aber mit denen. Ah, sorry. Den schweifen wir auf, der sieht mit seinem gehörnten Helm irgendwie fies aus, obwohl ich da unten... Ich glaube, das war sogar der erste, den ich besiegt habe, da unten mit dem gehörnten Helm. Egal. So. Was kann denn der Schönes? Verwandelt rote Juwelen in rote Angriffsjuwelen? Was? Okay. Angriffsjuwelen verursachen bei diesem Zug 2x Schaden. Spielt... Ja, klar! Nee, es ist toll. Finde ich großartig, was man hier alles kann. Ja, das Spiel, gib mir gute Tipps, danke. Ja, ja. Ich brauche Geld, um den fertig zu machen. Denn mit Geld kann ich den bestechen und dann gibt er auf. Das ist ganz klar auf jeden Fall. Versuch's doch lieber mit draufhauen. Wieso findet der immer die Bonuszüge und ich nicht, obwohl ich so genau schaue? Ich frage mich immer wieder nach dem Zug, habe ich die jetzt einfach übersehen oder sind die erst gekommen, nachdem ich meinen Zug gespielt habe? Ich habe nämlich jedes Mal Angst, dass die Antwort ist, dass ich sie einfach übersehen habe. So, kriegen wir irgendwo gelbe, kriegen wir irgendwo rote. Da könnten wir rote kriegen. Der macht einfach 24 Schaden. Ist klar. Aber ich sehe einfach keinen Bonuszug hier. Ich sehe nichts, was mir helfen könnte. Und mit das, dann... Ja. Das habe ich auch gesehen. Kann sich jetzt gar nichts drauf einbilden. Hätte ich da auch gemacht, wenn der das nicht getan hätte. Nur mit ein paar Grüne. Oh ja! Damit hat er nicht gerechnet. Ah, okay, ich auch nicht. Was brauche ich denn? Rot und Gelb. Gelb? Ich bräuchte eigentlich Rote, aber irgendwie kriege ich gerade keine Roten zusammen. Irgendwo Bonuszug. Ich will wirklich...
Ich würde gerne eine Statistik sehen im Nachhinein, die dann einfach zeigt, wie viel von diesen Bonuszügen ich übersehen habe. So. Hä? Heißt das, der hat jetzt die Fähigkeit eingesetzt, aber dann nicht angegriffen? Oder bleibt das erhalten bis zum nächsten Angriff einfach? Mysteriös. So. Ist ja egal, er kann es ja 10.000 Mal einsetzen. Er ist ja der King of Destruction, of Doom, of... Böse. Bräuchten noch ein paar grüne. Ja, Zusatzzug. Mit der King. Wollte nur gesagt haben. Da haben wir auch drei. Einfach draufschlagen. Einfach draufhauen. So, wir brauchen noch ein paar rote gemeinsam. Kannst du mal irgendwie so machen, dass da ein paar rote nebeneinander liegen? Das wäre ganz toll. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Aber irgendwie liegt da gerade gar nichts Vernünftiges beieinander. Deswegen machen wir es einfach so. Wir hoffen von Zug zu Zug, dass er einfach nichts Gutes kriegt. So, ich kann ihn jetzt einfach mal dick angreifen. Ist zwar nicht so dick, wie ich es gern hätte, aber dick als gar nichts. Im nächsten Zug würde ich sagen, heilen wir uns nochmal. Außer ich sehe jetzt hier irgendwo ins Auge springt einen Bonuszug. Und das wäre mal was ganz Neues. Ja, nein. Aber ich kann mich... Was ist denn das für ein Stein? Achso, das ist ein goldener. Das sieht so, ist so gelb aus in dem Ding. Heilen wir uns einfach ein bisschen. Mögen wir es nicht die roten wegnehmen. Oh, sogar ein Zusatzzug. Dann können wir es ja mit einem Rumspan. Ja? Man muss das Spiel eigentlich nur kapieren, da geht's ja. Ich wurde geschlagen? Unmöglich! Ah, doch, möglich. Lusche! So. Die goldene Mitte ist wahrscheinlich die fieseste. So, verwandelt Gold in Juwelen. Das finde ich gut. Verbraucht gelbes Mana und wandelt es in Schaden mal 2 um. Oje. Nein. So schlimm ist noch nicht, dass ich jetzt den Kampf verlassen. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall am Anfang noch alle möglichen Steine. Sehe ich irgendwo was? Vierfaches? Irgendwas? Nicht? Nein? Okay. Dann war das, glaube ich, gar nicht mal der schlechteste Zug. Boah, ich bin richtig froh, wenn ich mit dem Minispiel fertig bin, weil mit der Zeit geht einem die Musik doch ein bisschen auf die Nerven. Muss ich jetzt mal so eingestehen. Kann ich irgendwas Praktisches gerade machen? Könnte da ein paar grüne nehmen oder ein paar blaue. Ich kann keine roten besorgen. Ich kann goldene besorgen. Goldene habe ich eigentlich schon einige. Wenn ich noch blaue besorge, dann ist das, glaube ich, das Praktischste im Moment. Komm, jetzt muss doch irgendwo ein Bonuszug sein. So viel Grüne, wie hier gerade rumstehen. Aber nein. Meine Chance kommt und kommt nicht.